Martha is Dead ist ein Spiel, welches unangenehme Szenen und Themen behandelt, die vielleicht für einige Zuschauer beunruhigend sein können. Daher ist dieses Video und auch dieses Spiel mehr für das erwachsene Publikum gerichtet und diese Warnung sollte auch für ernst genommen werden. Vielen Dank. Warum sind eigentlich immer zu diese scheiß Türen zu, Alter? Wait a minute, where is my sister? Beim letzten Mal hat man uns die Frage gestellt, ob man den Tod verarschen kann. Und anscheinend haben das Julia und Martha getan. Und wie ich beim letzten Mal auch erfahren hatte, sollte eigentlich Julia genau dasselbe Schicksal erleiden wie Martha, der Tod. Nun, wir sind aber immer noch hier, quick lebendig, und wollen jetzt einen letzten Anblick, einen letzten Abschied nehmen von unserer Schwester, bevor die Beerdigungszeremonie losgeht. Und damit, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Martha is Dead. Mein Name ist Dama Rip. Ja, beim letzten Mal ist einiges mal wieder passiert. Ein bisschen Eskalation, wie man das auch bei meinen Videos eigentlich kennt. Wir waren das letzte Mal auf dem Weg eigentlich zum See, um unsere Tarotkarten, die wir halt hier gefunden haben wieder, die man uns halt weggenommen hat, am See halt auszuprobieren. Und wir haben, während wir im Wald waren, Schüsse gehört, Schreie. Deutsche Soldaten sind durch die Wälder gezogen und haben unseren Freund Lapo auch erschossen. Er ist tot. Und nun waren wir dann auch das Opfer. Man hat uns auch angeschossen und es gab eine kleine Sequenz mit dem Tod, wo dieser uns die Geschichte von den beiden Schwestern erzählt hat, die ihn anscheinend verarscht haben, weil wir wissen ja, Martha und Julia waren Zwillinge und er wollte halt eigentlich Julia haben oder irgendeine von den beiden. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Fakt ist, die falsche Schwester ist gegangen und jetzt wollte er eigentlich Rache an Julia nehmen. Das hat aber nicht so gut geklappt, wie ich sehe. Nein, wir leben noch und wir müssen jetzt unsere Tasche suchen. Ich habe jetzt irgendwie, warum auch immer, nochmal die Szene hier mit sehen müssen, wo der Arzt mit unserem Vater redet. Ja, das eigentlich habe ich an einer anderen Situation gespeichert, aber egal. Wir müssen unsere Tasche finden, das ist wichtig und da ich jetzt hier nichts sehe, gehen wir einfach raus. Ja, denke ich mal. Wir sind angezogen, wir haben alles ready. Wir brauchen unsere Tasche, sonst erfahren unsere Eltern Sachen, die jetzt bezogen auf Lapo, ne? Das wollte ich nur sagen. Und ja, weil auch Lapo ja tot ist, ne, das muss ich auch noch vorher sagen, weil ja Lapo tot ist, haben wir ein neues Motto für das restliche Spiel. Das wird wahrscheinlich heißen, kein Baby-Daddy für unser Baby, aber gut. Wir wissen noch nicht mal, ob dieses Kind überhaupt existiert, geschweige denn, ob das Kind überhaupt noch lebt. Weil wir ja einmal diese starken Blutungen hatten und Julia dazu nichts gesagt hat. Okay, das war jetzt sehr komisch, ich dachte, der Schatten hätte sich bewegt. Und, ja. Also, das ist meine Tasche, Gott sei Dank. Oh, Hilfe, alter Mädchen, erschreckt mich doch nicht so. Ja, das ist irgendwie so eine Sache, die, ja, mich immer noch confused und, ja, so, Tasche. Ist jetzt erstmal sehr wichtig. Hoffentlich ist Lapos Brief drin. Na, da gucken wir doch gleich mal. So, wir haben unsere Tarotkarten und den Brief, das ist super. Und wir haben neuen Eintrag im Tagebuch. 19. Juli. Let's go. Ich habe die Kameras vom See eingesammelt und mir eingeredet, dass ich es war, die Martha verletzt hatte. So sehr, dass ich auf dem Heimweg mit den Filmrollen im Gepäck noch einen schrecklichen Traum hatte. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, schlafen gegangen zu sein. Gleich nach dem Aufwachen habe ich den Film entwickelt. Die Fotos konnten bestätigen, dass meine Erinnerung an diese Nacht richtig war. Das war eine ganz schöne Erleichterung. Ich habe beschlossen, zurück zum See zu gehen, um zu versuchen, mit der weißen Frau zu sprechen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich bekomme den Gedanken nicht aus dem Kopf. Ich
muss wissen, was mit Martha passiert ist. Also muss ich jeden möglichen Weg verfolgen. Auch den des Wahnsinns. Also wie schon gesagt, wenn du wirklich sterben willst, Julia, dann go ahead. Ich werde da definitiv nichts dran machen. Das war der Eintrag. Ja gut, zu der Schwangerschaft hat sie halt jetzt nichts nochmal gesagt. Wie schon gesagt, das ist alles sehr weird und alles sehr komisch. So, unsere Tarotkarten und der Brief von Lapo. Liest sie ihn jetzt nochmal vor? Liebe Julia. Ja. Bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg und ich kann mich damit einfach nicht abfinden. Ich muss mich versteckt halten und kann leider nicht zu dir kommen. Auch wenn ich nichts lieber machen würde, als dich festzuhalten und gemeinsam zu weinen. Ohne Worte. Ich will dir einfach nur nah sein. Können wir uns heute Abend in der Scheune treffen? Oh. Ich gebe mein Bestes, gegen Mitternacht da zu sein. Lass dich davon nicht beunruhigen. Aber falls etwas passiert, erinnere dich bitte an diese Nummer. 6934. Er wusste, dass er in ernster Gefahr war. Fuck. Aber was ist mit dem Brief? Ich hatte ihn in der Hand, als die Soldaten weggerannt sind. Mama hat mich gefunden. Und wenn sie ihn gelesen hat, sie hasst Lapo. Und jetzt weiß sie bestimmt, wer ich bin. Nein. Nein. Sie hätte mich wahrscheinlich dort zum Sterben zurückgelassen. Sie hat lieber keine Tochter als die falsche. Bevor ich ohnmächtig geworden bin, muss ich ihn zurück in meine Tasche gesteckt haben. Es gibt keine andere Erklärung. Ja, ich weiß es nicht, Mädchen. Also, da musste wirklich... Okay. So, und was hier auch noch leuchtet, unsere Tarotkarten. Ja, komm, Zufallsentscheidung. Wir mischen mal ein bisschen was. So. Und dann gucken wir mal. Damit wir das auch weg haben jeden Tag. Die Herrscherin, okay. Ich muss ehrlich sagen, der Look von den Karten ist mega cool. Ja, komm, hier die. Die Hohepriesterin, okay. Und vielleicht doch die in der Ecke. Der Mond. Ich muss über das Äußere hinaussehen. Es gibt jene, die mich verraten und schlecht über mich reden... Aber jemand wird mir den richtigen Rat geben können. Okay. Sehr interessant, diese Karten. Finde ich wirklich eigentlich gut gemacht. So, also ans Telefon können wir leider auch nicht. Was es mit der Nummer ausgelegt hat, weiß ich nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, was mir auch so letztens nochmal durch den Kopf gegangen ist. Wir haben ja auch die Szene gesehen in unserem Albtraum, wo Martha und Lapo nebeneinander lagen. Jetzt ist die Frage, waren die beiden zusammen? Die Gewalt gegen Zivilisten in La Romula nimmt nicht ab. Und wieder einmal ist die Familie von General K. unter Beschuss geraten. Nach dem grausamen Mord an Julia K. ist nun auch das Leben ihrer Schwester Martha in Gefahr. Der Schuss in ihren Rücken hätte sie töten können. Nur der Gnade Gottes ist es zu verdanken, dass das Mädchen noch lebt. Das antifaschistische politische Motiv scheint derzeit der einzige Grund für diese feige Tat zu sein. Die neuseeländischen Truppen rücken langsam vor. Nach der Schlacht von Poggibonsi am 18. sind sie noch... Wenn es draußen nicht zu sonnig ist, funktioniert der 200 ISO-Film gut. Der Widerstand auf den toskanischen Hügeln hat den Angreifern viel abverlangt. Okay, ich glaube, das ist immer noch dasselbe da auf dem Schreibtisch. So, und Mutter macht hier schön weiter an dem schönen looking Bild, Alter. Okay, der Vater meinte doch jetzt eben, die ist auf dem Friedhof. Werden wir dann da auch noch hingehen? Mal gucken. So, hier ist keiner. Ist hier noch irgendwo? What the fuck? Ach, hier kann ich gar nicht... Okay, never mind. Weil ich wollte jetzt sagen, irgendwo war hier ein Flugzeug, das ein Vögel ließ. Schön. Gut. Also wird wahrscheinlich hier dann an den Stellen... Was ist das? Sie lässt sie überall liegen. Ich glaube, sie nimmt zu viele und zu oft.
Ach, der Mutter ihre Tabletten, ihre Medizin. Alles klar, so, was ist denn? Wir haben jetzt keine richtige Aufgabe. Ach so, doch, doch, warte mal, meine Sachen. Warte mal, wir können doch mal gucken. Eigentlich ist doch jetzt das nächste. Ja, die Zeitung. So, letzter Abschied. Ich möchte ein letztes Mal mit meiner Schwester alleine sein. Begrüße deine Schwester und die Nummer. Zu erledigen. Auf Labus Nachricht, lalala. Verwende die Nummer. Ist es eine Telefonnummer oder eine Kombination? Okay, also, wir müssen die ganz normalen Dinge halt machen, wie vorher halt auch. Warum sind eigentlich immer zu diese scheiß Türen zu, Alter? Wer macht die denn zu, Alter? Die wissen doch, dass ich, wenn ich gepennt habe, runterkomme. Egal. Wir machen es einfach. Wir machen einfach. Na, Leute, wir machen einfach. So. Zeitung. Versuchter Mord in La Romola. Nach dem Mord an Julia K. ist heute ihre Zwillingsschwester das Opfer eines weiteren Mordversuchs geworden. Der Zustand des jungen Mädchens, das von den deutschen Truppen gefunden wurde, bietet keinen Grund zur Sorge. Das politische Motiv dahinter wird immer deutlicher. So war das nicht. Das ist alles falsch. Mama hat mich gefunden. Die deutschen Soldaten haben auf mich geschossen. Ich sage am besten gar nichts. Die Wahrheit glaubt sowieso niemand. Ich würde dir auch raten, nichts zu sagen, weil immerhin bist du taub. Gott, diese Überleitung. Okay, ich werde mal die anderen Beiträge jetzt nicht lesen. Ich glaube, das Wichtigste ist halt immer... das Wichtigste ist halt immer diese Hauptschlagzeile, weil jetzt wird mir auch nichts weiter ange... Ich sollte den Hörer abnehmen, aber schweigen. Gezeigt. Wenn ich den Anrufer zuerst sprechen lasse, finde ich heraus, wer es ist. What the fuck, wo? Hier das. Ja, okay, der Telefonanruf. Oh, sie ist gar nicht... Wait a minute, where is my sister? Wo ist meine... Alter, what the fuck? Okay, hier sind Zigaretten. Ja, ich mache erstmal das Telefonat. Hallo. Hören Sie mich? Ist da jemand? Herr Erich? Das ist die Nanni, ne? Das ist Nanni. Ihr kann ich mich anvertrauen. Nanni? Hallo? Ich bin's. Was? Hallo? Oh, oh Gott, ich glaube, ich träume. Nein, Nanni, du träumst nicht. Ich bin es wirklich. Julia. Ach, du lieber Gott. Julia. Mein kleiner Spatz. Oh Gott. Wie wundervoll. Du, tut mir leid, aber ich dachte, du wärst tot. Das dachten ich alle. Ich habe deine Leiche gesehen. Oder denken auch immer alle. Das macht mich so glücklich, dass... Könntest du mir erklären, was hier los ist, mein kleiner Spatz? Okay, what? Da erzählte Nanni alles, was vorgefallen war. Ich wollte eigentlich... Sie war natürlich egal. Traurig wegen Martha. Aber gleichzeitig auch sehr glücklich. Ich war diejenige, zu der sie eine besondere Bindung hatte. Ich erklärte ihr, dass ich versuchen wollte, die weiße Frau zu treffen. Auch wenn es eine verrückte Idee war. Ist. Aber sie hielt mich nicht für verrückt. Ganz im Gegenteil. Sie erklärte mir, was ich tun musste, um sie zu treffen. Gott, Alter. Es war ziemlich kompliziert. Ich notierte alles sorgfältig in meinem Tagebuch. Wer weiß, vielleicht tat sie es nur, um mich zu beschäftigen, während sie überlegte, was sie mit mir machen und wen sie warnen soll. Das werde ich allerdings nie erfahren, denn am selben Tag wurde die Villa von einer Bombe getroffen und Nanni starb. Oh Gott. Sie starben alle. Wir hätten in diesem Haus sein sollen. Aber stattdessen... Arme Nanni. Oh. Mach's gut, Nanni. Ich hab dich lieb. Mach's gut, mein Schatz. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Pass auf dich auf, mein kleiner Spatz. Oh, das ist... Oh, das ist sad. Ab sofort kannst du das Telefon benutzen. Oh, interessant. Dann können wir auch die Nummer von Lapo eingeben, wenn das überhaupt eine Telefonnummer ist. Okay, wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Wir zischen uns den sofort rein. Jetzt weiß ich, wie ich die weiße Frau treffen kann.
Nanny hat mir alles erklärt. Ich muss versuchen, sie früh am Morgen zu treffen, wenn es neblig ist. Sonst war alles umsonst. So heißt es in der Legende. Das hier muss ich also tun. Erstens, ich muss ihren Verlust wieder heraufbeschwören, indem ich sie in Kontakt mit ihrem Liebhaber bringe. Um das zu tun, muss man laut Nanny das Grab des Geliebten im Wald suchen. Papa hat immer gesagt, dass Infrarotfotos etwas sichtbar machen, was das bloße Auge nicht sehen kann. Vielleicht sehen sie dann auch Geister. Daran wäre jetzt nichts Seltsames, wenn man bedenkt, dass ich doch versuche, einen zu kontaktieren. Verrückt. Zweitens, ein Teil von mir muss ihre Welt betreten. Eine Haarlocke sollte reichen. Ich brauche also eine Schere, um welche abzuschneiden. Drittens, ich brauche ein Objekt, das ihre Welt mit meiner verbindet. Ich weiß noch nicht, was ich dafür tun muss. Hoffentlich fällt mir irgendwas ein, wenn ich es am wenigsten erwarte. Viertens, um mit ihr zu kommunizieren, muss ich meine Tarotkarten benutzen. Ich werde die weiße Frau auf der Insel treffen, auf der ihr Geliebter hingerichtet wurde. Okay, ich habe einen Erfolg bekommen. Ein persönliches Objekt. Ich finde die Musik, wenn wir unser Tagebuch lesen, sowas von creepy. Martha wurde für ihre Beerdigung in die Kapelle gebracht. Ich möchte mich allein von ihr verabschieden, bevor alle ankommen. Ja, dann werden wir gleich hinsprinten. Ist hier zufällig jetzt offen? Dann habe ich nämlich nö. Oder? Nein. Ein Schloss, welches ich nicht aufmachen kann. So, also. Dann. Ich weiß halt jetzt nicht. Das Ding ist, wir können jederzeit. Ach nee, ich will es nicht nochmal lesen. Scheiße. Liebe Julia. Nee, stopp. Gott, Alter. Ich weiß halt jetzt nicht, ob ich sofort anrufen soll oder dass irgendwas triggert. Ich glaube nicht. Ich glaube, es würde jetzt nichts triggern, oder? Ja, hier, ein letzter Abschied. Da müssen wir hin. Ach Gott, nee, komm. Wir machen Radio mal ganz langsam, Alter. Okay, gut. Wir werden jetzt einfach direkt in die Kapelle gehen. Weil wir haben uns ja beim letzten Mal auch im Garten umgeschaut. Was heißt beim letzten Mal? Irgendwann in einem der Parts. Nee, ich glaube, es war wirklich letztes Mal. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und hier war ja nichts außenrum. Und in die Kapelle konnten wir nicht. Und da habe ich ja schon vermutet, so, ey, das wird bestimmt dann erst gehen, wenn hier das mit Julia, Julia Martha ist, ne? Oh Gott, die Beleuchtung da schon innen drin. Ave Maria. Oh, okay. Oh, da ist die Krähe vom letzten Mal. Was sucht die? Einen Wurm oder was? Ja, du hast den beim letzten Mal tot gepickt, Alter. War das nicht auch der, den wir zum ersten Mal fotografiert haben, der Vogel, der kleine Spazier? Egal, oh Gott, Alter, das sieht da drin schon schön aus. Hilfe. Der arme Kleine. Er ist tot. Armer kleiner Kerl. Sein Platz ist an Marthas Seite. Oh, du willst den... Okay. Nanny nennt mich immer kleiner Spatz. Das ist der Teil von mir, der mit Martha gestorben ist. Er wird sicher sein bei ihr. Hi, Girl! Okay, gut. Was kann ich hier machen? Ach, das kann... Oh, lol, leck mio. Okay. Okay. Gut, dann... Wollen wir das mal gleich machen. Hier, Martha. Mein Herz. Behalte ihn. Ich fange an zu verstehen, wie schmerzhaft dein Zustand gewesen sein muss. Nicht mit anderen kommunizieren zu können, ist wirklich eine Qual. Ich habe dich beneidet, weil ich nicht sah, wie du leidest. Ich habe deinen Mut nicht verstanden. Ich vermisse dich so sehr, Martha. Ich bin nicht würdig, deine Kleider zu tragen. Ja gut, jetzt ist die Situation halt so, wie sie ist.
Und ich glaube, wir können es auch nicht ändern. Das ist der Hintereingang, ne? Ja, der wird sicherlich... Der Rabe macht einen Riesenaufstand. Nicht aufgehen, der Rabe. Okay, gut, wir werden uns erstmal hier den Brief vorlesen lassen. Gemeinde San Casciano. Ah, Sterbeurkunde. Provinz Florenz. Sterbeurkunde. Aus dem Register der Sterbeurkunden der Gemeinde Nummer 174, Teil 3. Serie 12 des Jahres 1944. Es wird an diesem 16. Juli des Jahres 1944 der Tod von Julia K. bescheinigt. Bewohnerin von Via Percebaia, geboren am 26. Februar 1923 in La Romola und Tochter von General Erich K. und Irene K. Don Attilio D. wird die Beerdigung abhalten und der geschätzte Herr Alberto M. wird sich um die Beisetzung auf dem Friedhof von La Romola kümmern. Telefonnummer 6537. Öffentlicher Staatsdienst. General Galeazzo T. Jetzt ist meine Frage, haben die Italiener wirklich in solchen kleinen Provinzen solche Telefonnummern in Kombination von nur 4 Zahlen? Weil das ist jetzt sehr oft schon so. Ja gut, Rabe. Diese Überleitung. Rabe. Vielleicht ist es derselbe Rabe, der den armen Spatz getötet hat. Wo denn? Warte mal, Karte! Wo denn? Nee, es wird mir nichts angezeigt. Oder hier irgendwas? Nö. Ja gut. I have no idea. Ich hasse Mobbing. Doch es schien fast so, als wollte der Rabe den kleinen Vogel wieder zum Leben erwecken. Ja. Aber der Rabe... Oh, bin ich doof, Alter. Da sitzt der doch. Ey, bin ich hohl. Okay. Hi, girl. Wow. Ey, Alter, der mobbt mich hier, ey. Was ist denn mit dir jetzt los? Komm. Bleib hier. Natürlich. What the fuck? Was ist das für ein Geräusch? Wohin bringt der mich, Alter? Was ist hier los? Okay, was ist das da hinten? Das ist wieder dieser komische Stoff, ne? What the fuck? Okay, danke, Vogel! Ein Kleid. Es ist aus demselben Stoff wie der Fetzen, den ich neben dem See gefunden habe. Es ist sogar zerrissen. Es muss von Mutter sein. Ach du meine Güte. What? Stopp jetzt. Ich habe den Verdacht, dass Mama in den Mord an Martha verwickelt sein könnte. In diese Gedanken verloren vergingen Stunden und ich vergaß die Beerdigung völlig. Als ich merkte, dass es bereits Abend war, trugen sie den Sarg bereits zum Friedhof. Oh. Sie hat mich nie geliebt. Das wusste ich genau, aber ich wollte es nie wahrhaben. War sie es gewesen? Es fiel mir schwer, es zu glauben, aber es ergab alles einen Sinn. Am See muss sie gedacht haben, dass Martha ich sei, denn sie war überzeugt, dass ich tot bin. Boah, Alter, okay. Das ist krass. Aber unsere Mutter hat uns doch zusammen mit unserem Vater gefunden. Wie kann das denn also dann... Boah, okay. Es wird sehr interessant. Mal gucken, was jetzt kommt. Als die Beerdigung zu Ende war, verspürte ich einen unwiderstehlichen Drang zu spielen. Ich liebte Musik. Ich begann zu spielen, ohne über die möglichen Konsequenzen nachzudenken. Es war mir egal. Ich wollte mich lebendig fühlen, wieder existieren. Okay. Oh, die Musik aber auch, die ist so schön.
Was ist hier los? Julia? Bist du das? Nein, das kann nicht sein. Martha hat noch nie gespielt. Sie ist taub. Und doch... Nein, das ist Wahnsinn. Mein Gott, also ist Martha... Jetzt verstehe ich. Du kannst jetzt die ganze Aufmerksamkeit bekommen, oder? Du warst eifersüchtig, stimmt's? Weil sie ein wunderbares Mädchen war und du nur eine nutzlose kleine Schlange bist. Oh mein Gott! Wie hast du es geschafft, sie zu überzeugen? Oh, jetzt verstehe ich es. Aber sie... Sie hat sich mit mir unterhalten. Ich... Nein, das ergibt keinen Sinn. Ich werde dich in eine Anstalt einsperren lassen, hörst du? Das reicht! Du wirst für deine Taten bezahlen, du verfluchte Irre! Sie werden dich foltern, um die Monster in deinem Kopf zu entlarven. Oh Gott, wir haben uns ein Eigentor damit geschossen. Jetzt weiß sie's. Ihre Worte waren scharf wie Rasierklingen. Ich versuchte ihr zu erklären, dass ich es nicht gewesen war. Ich zeigte ihr die Fotos, die ich entwickelt hatte und die meine Unschuld bewiesen. Aber sie wurde nur noch wütender, nannte mich verrückt und dann begann sie mich mit allem zu schlagen, was sie griffbereit hatte. Oh, deswegen die Narbe am Anfang. Die Augen, als die Dunkelheit in mir immer mehr Richtig? Besitz zu ergreifen begann. Erinnerungen kamen zurück. Keine Erinnerungen an Ereignisse, sondern eher an Gefühle. Gefühle, die ich als Kind empfand. Sie waren unheimlich. Das waren die Ängste eines kleinen Mädchens. Das Gespräch mit der weißen Frau hatte mich noch mehr verwirrt, aber wenigstens hatte ich jetzt diesen Schlüssel. Am Abend zuvor versuchte mein Vater verzweifelt, mich zu trösten. What the fuck, welcher Schlüssel? Sprich mit mir, Julia. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich möchte nur verstehen, was passiert ist. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Auch wenn wir Martha verloren haben. Deine Mutter stand unter Schock. Sie wollte dich bestimmt nicht verletzen. Okay. Neues Kapitel, die weiße Frau. 5 Tage nach Marthas Tod. Okay. Jetzt wissen sie's. Jetzt wissen sie, wer ich bin. Nur weil wir uns ein Eigentor geschossen haben. Und weil wir unbedingt, ja, wir wollten unbedingt nur Musik spielen. Wir hätten diesen Drang einfach, sagen wir mal, ignorieren können. Aber nein, Julia wollte es drauf anlegen. Okay. Gut. Dann ist es jetzt an der Zeit, einmal einen Cut zu machen. Und wir werden uns das dann beim nächsten Mal anschauen und vielleicht auch beim nächsten Mal gleich die weiße Frau heranbeschwören. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, Leute, wenn euch dieser Part gefallen hat von Martha is Dead, ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und aktiviert auch gleich die Glocke, damit ihr auch wirklich gar nichts mehr verpasst. Und besucht mich doch auch mal gerne auf Instagram. Dort heiße ich DamaRip. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder, Leute. Also, bis dahin. Ciao, macht's gut.